Viele Kunden fragen mich immer wieder, was kann ich denn bei Bewerbungen gut üben, gerade wenn es um Assessments, Hearings oder Vorstellungsgespräche geht. Denn auf der einen Seite sollte man natürlich sich gut in die Auslage stellen und seine Lorbeeren hier auch darstellen, auf der anderen Seite Interesse am Gegenüber zeigen und drittens auch einen Nutzen für den möglichen nächsten Dienstgeber transportieren. Und das schauen wir uns jetzt mal gleich genauer an. Liebe Frau Lackner, Sie haben einen tollen Lebenslauf geschrieben. Es hat uns wirklich beeindruckt, darum haben wir Sie auch eingeladen. Aber jetzt würde ich natürlich gerne noch ein bisschen was Persönliches von Ihnen hören, Frau Lackner. Also gemeinsam mit meiner Nichte bewirtschafte ich einen Blog und einen Podcast, denn die macht ganz tolle, coole Muffins und hat da ganz coole Rezepturen. Und da bringe ich Ihnen natürlich den Benefit, dass ich mich mit neuen Medien auskenne, die Do's und Don'ts von Erklärvideos kenne und auch den Nutzen für die, die das nachkochen wollen, immer ein bisschen mit im Auge habe. Ein Thema, wo ich jetzt mal vorsichtig vorfühle, denn Sie würden uns wirklich gut gefallen, aber die Frage ist natürlich, die Personalabteilung hat uns hier ein klares Budget vorgegeben und es liegt, gerade was die Finanzen angeht, um 300 Euro brutto unter dem, was Ihre Gehaltsvorstellung war. Jetzt ist die Frage, wären Sie da auch bereit, weil grundsätzlich würden Sie uns sehr gut gefallen als Kandidatin. Also ich glaube, Geld soll nicht der entscheidende Faktor sein, denn für mich ist auch wichtig, was gibt es für Ausbildungsmöglichkeiten, gibt es Projektremunerationen, gibt es irgendwelche Jahresprämien, gibt es sonstige Bezüge und Leistungen, die irgendwie entlohnt werden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn das irgendwie in der Personalabteilung so vorgesehen ist, im ersten Jahr auf das einzusteigen, wenn wir dienstvertraglich regeln, dass ich dann im Folgejahr, nachdem Sie von meinen Leistungen sich überzeugen konnten, dort landen, wo meine Verwendungskosten. Okay. Jetzt sind Sie seit 10 Jahren im Unternehmen gewesen, sind da auch ganz gut gestiegen. Meine Frage ist natürlich, warum jetzt der Wechsel? Was gibt es für einen Grund, warum Sie gewechselt haben? Schildern Sie uns da mal oder beleuchten Sie uns da mal ein bisschen den Hintergrund. Warum wechseln? Nach 10 Jahren, und das ist was, was mir beim alten Dienstgeber sehr gut gefallen hat. Also ich habe sehr mögen, dass ich dort junge Menschen ausbilden konnte, die kamen frisch von den FHs oder Unis. Und wenn man da 10 Jahre lang Menschen beim Wachsen zuschaut, dann hat man natürlich irgendwann auch wieder Lust, im eigenen Lebenslauf weiterzumachen. Und ich glaube, ich bin jemand, der Loyalität mitbringt. Ich bin seit 10 Jahren mit meinem Mann verheiratet. Seit 10 Jahren war ich im letzten Unternehmen. Aber jetzt würde ich gerne auch wieder was für mich machen. Ich möchte jetzt ganz gerne auch selber wieder weiterkommen im Lebenslauf, um so das berufliche Portfolio zu erweitern. Okay. Sie haben vor der Tür gesehen, es gibt viele Menschen, die diesen Job haben wollen. Wir haben leider nur eine Position zu vergeben. Ganz, ganz viele, die toll ausgebildet sind. Jetzt natürlich die Frage, Frau Lackner, warum ausgerechnet Sie? Also ich glaube, ich bringe ein spannendes strategisches und operatives Netzwerk mit. Das ist wahrscheinlich auch für Unternehmen immer wichtig, denn ich kenne die Keyplayer in unserer Branche seit Jahrzehnten mittlerweile. Was bedeutet, es ist natürlich schon auch was, wo man mit einem neuen Mitarbeiter immer neue Netzwerke, auch neue Pfründe mit erobern kann. Auf der anderen Seite, ich komme am Montag rein, ich bin ready to work. Ich mag arbeiten, mir macht meine Arbeit Spaß. Und der dritte Punkt, warum mich? Weil ich ganz bestimmt jemand bin, der anpackt, mit dem er was gestalten kann und der Freude hat, irgendwie auch ein Produkt zu sehen und so diese Customer Experience mitzuleben. Danke, Frau Lackner. Bewerbungen sollte man vorbereiten. Gerade 3 Dinge gebe ich gerne als Tipps mit. Auf der einen Seite sollte man über Stärken oder Schwächen Auskunft geben können. Es reicht nicht, wenn man da sagt, ah, da müssen es meinen letzten Chef fragen oder meinen Mann. Man muss selber wissen, was einen ausmacht. Das zweite ist, man sollte auch Fragen vorbereiten, um sich proaktiv dem neuen möglichen Chef zu zeigen. Und der dritte Punkt ist natürlich, den Nutzen fürs Gegenüber muss man transportieren. Und auch wenn man gehaltsmäßig nicht zusammenkommt, sollte man sich vorher eine Alternative überlegen. Was könnte man sonst anbieten, damit es für einen in Ordnung ist? Das nächste Mal, wenn Sie das Gefühl haben, ich würde mich gerne bewerben, ich habe ein Assessment, ein Hearing oder eben eine Gehaltsbesprechung, dann können wir das live machen. Live, online oder live in der Schule des Sprechens.